August 1994. Guten Morgen. Das Top-Thema des Tages ist die Ozonschicht, die sich weiterhin in Auflösung befindet. Und wir somit des Schutzes vor der Sonnenstrahlung beraubt. Das Weiße Haus hat heute den nationalen Notstand erklärt. Der amerikanische Präsident hat die Bevölkerung aufgefordert... Die Katastrophe ist unabwendbar. Wie uns das Meteorologische Institut Alaska bestätigt hat, hat sich die Ozonschicht über der nördlichen Halbkugel fast vollständig aufgelöst. In Afrika, wo praktisch kein Schutz mehr vor der Sonnenstrahlung besteht, geht die Zahl der Toten und Sterbenden in die Millionen. Guten Abend. Es wird nur noch wenige Monate dauern, bis die Ozonschicht völlig verschwunden sein wird. Ein Team internationaler Wissenschaftler unter Leitung von Dr. Alan Naiman und der Mitarbeit von Connor McLeod berät rund um die Uhr. Dies ist vielleicht die letzte Chance für den Planeten Erde. Hier TSC. Wir sind bereit zum Abschuss des Schutzschildes. 5 Jahre später. Niemals wird die Menschheit diesen Tag vergessen, in 1000 Jahren nicht. Der Tag, an dem wir den Planeten vor der Sonne geschützt haben. Wir bitten das gesamte Personal, das Areal zu räumen. 5, 4, 3, 2, 1, 5. Und willkommen zu TSCs Spätnachrichten. Die Shield Corporation, der weltgrößte privater Konzern, ist heute der Preismanipulation bezichtigt worden. Alan Naiman, Präsident von TSC, wollte dazu keinen Kommentar abgeben. In ihrem Monatsbericht vom November 2024 hat die vergangene Jahr bekannt gegeben. Und nun zum Wetter. Alan Naiman, Präsident von TSC, wollte dazu keinen Kommentar abgeben. Corporation eine Rekordeinnahme für das vergangene Jahr bekannt gegeben. Und nun zum Wetter. Die Tagestemperatur betrug heute 32 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von 97%. Kein Regen, keine Wolken, kein Donner, kein Blitz, also so wie immer unter dem Schutzschild. Ja, sind nicht süß, die Kleinen. Bist ein guter Junge, Jimmy. Also runter damit. Hey, sind Sie McLeod? Hey, sitzen Sie auf Ihren Ohren oder was? Sind Sie McLeod? Ja, der bin ich. Na toll. Ich wollte schon immer den Kerl treffen, der die Welt in Scheiße verwandelt hat. Er hat unser aller Leben gerettet, wenn Sie mich fragen. Ich hab dich aber nicht gefragt, Kleiner. Okay. Was wollen Sie? Haben Sie wirklich richtig drüber nachgedacht, bevor Sie die Erde mit diesem Mist überzogen haben? Wer sind Sie? Wer, ich? Ich bin niemand. In Ordnung? Ich arbeite den ganzen Tag und mein Leben ist nichts wert. Und das ist nur Ihre verdammte Schuld, Sie alter Mistkerl. Hören Sie auf, sich einfach umzudrehen. Hey, 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 hey.